Viele Unternehmen bevorzugen das Hosting von IT-Anwendungen auf einer Cloud-basierten Plattform als kostengünstige und skalierbare Lösung. Aber ist es wirklich die beste Wahl? Weiche Ware. Quick Bites. Digitalitessen mundgerecht serviert. Hosting bezeichnet die Bereitstellung von IT-Ressourcen, wie zum Beispiel Servern oder Storage-Systemen, durch einen externen Dienstleister. Durch Hosting kann ein Unternehmen IT-Infrastruktur oder Anwendungen nutzen, ohne in den Kauf oder die Installation einer Hardware investieren zu müssen. Hosting allein bezieht sich jedoch ausschließlich auf die Bereitstellung von Hardware und Infrastruktur. In einem IT-Wartungsvertrag ist das Hosting in der Regel inkludiert. Darüber hinaus werden regelmäßige Überprüfung, Wartung und Reparatur von IT-Systemen und Anwendungen durch Experten angeboten, um das Funktionieren und die Sicherheit der Systeme zu gewährleisten. Aber wann macht es Sinn, anstelle eines ausschließlichen Hostings einen Wartungsvertrag abzuschließen? Auf der einen Seite ist alleiniges Hosting eine günstigere Variante. Es fallen keine Zeitstunden und Arbeitsleistungen an. Gezahlt wird ausschließlich für das zur Verfügung stellen der Hardware. Alleiniges Hosting kann einem Unternehmen die volle Kontrolle über seine Anwendungen geben und bietet die Möglichkeit, Anpassungen an seiner Software nach eigenem Gutdünken durchzuführen. Dabei kann das alleinige Hosting jedoch zu Frustration führen, wenn technische Probleme auftreten und keine zeitnahe Unterstützung oder Reparaturmöglichkeit parat steht. Ein IT-Dienstleister kann beispielsweise Diagnosen, Netzwerküberwachung, Sicherheit und Datenbackups anbieten. Auf diese Weise lassen sich Probleme schnell beheben. Besonders wichtig ist die spezialisierte Unterstützung für Anwendungsfunktionen. Im Gegensatz zum alleinigen Hosting wird durch einen Wartungsvertrag auch persönlicher Support sichergestellt. Probleme mit Anwendungen können zu verlorener Produktivität und sogar Marktanteilsverlust führen. IT-Wartung kann diese Risiken minimieren und führt zu einer verbesserten Vorbereitung auf zukünftige IT-Herausforderungen. Ein weiterer großer Vorteil besteht darin, dass im Rahmen der IT-Wartung auch Entwicklungsleistungen wie beispielsweise anwendungsspezifische Weiterentwicklungen in Anspruch genommen werden können. Im Endeffekt ist es wichtig, sorgfältig abzuwägen, welche Lösung die beste für dein Unternehmen ist.